Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zum Opening eines Dark Saviors Displays. Wow, endlich mal ein kurzer Name eines Sets und nicht erstmal so ein Schinken. Ja, heute wieder zur Verfügung gestellt von Trader Online. Falls ihr Interesse habt an diesem oder weiteren Produkten, checkt sie auf jeden Fall mal ab. Heute haben wir das brandneue Set Dark Saviors, quasi so wie so die letzten Sets immer, so Fusion Enforcer, so ein All-Holo-Set. Ich glaube, am ehesten vergleichbar wahrscheinlich. Und das sind immer solche Sets, wo ich mich immer überhaupt nicht darauf vorbereite, wo ich mir einfach mal gönne mit das Set und mir einmal einfach anschaue, was da so drin ist, weil meistens ist die Relevanz doch in diesen Sets relativ in Grenzen gehalten. Diesmal ist es ein bisschen anders. Wir haben hier quasi drei Themendecks, die Support kriegen. Wieder quasi zwei neue und eins ein altes Themendeck, was Support bekommt. Immer Vampire, die kriegen einige Karten hier mit drin. Dann haben wir die Skyfang Brigade. Ich weiß gar nicht, wie die heißen bei uns jetzt. Das sind so quasi so eine Art Piraten-Themendeck. Und dann haben wir die Brandish Maidens, die, ja, meta-relevant sind. Ne? Und dann schauen wir mal an, was wir so hier drin haben. Genau. Ich habe das Gefühl, Konami macht jetzt das Zeug hier noch dicker, damit man es überhaupt nicht mehr mit dem Fingernagel aufkriegt. Das macht ja richtig Spaß. Alter. Und ich habe hier heute sogar schon ein bisschen Fingernägel noch da übergelassen. So, jetzt haben wir es. Damit ich es aufkriege. Oh mein Gott. So, dann schauen wir mal, was wir hier rausziehen. Hier gibt es ja ein paar Karten, die geben schon ein bisschen mehr Geld. Mal gucken, was uns hier so erwartet. So, zacki, zacki. Und da haben wir das schöne Artwork. Dann schauen wir mal, wie die Pulls heute sein werden. So, ich lasse mich auch mal gerne mal überraschen bei diesen Sets, was da so alles auch reprintet worden ist. Zum Beispiel Horn des Phantomogeheuers, was unbedingt den Reprint gebraucht hat. Seuchenverbreitender Zombie, das Super Rare, sehr cool. Vampirverführerin. War die nicht schon Super Rare in Legacy of the Valiant? Gespür für Zauberkraft. Und dann haben wir die magische Zitadelle von Endymion als Secret Rare. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal überhaupt einen Print gekriegt hat. War sie nur in dem Structure Deck drin, als Common damals? Sehr cool. Secret Rare besteht. Steht ja sehr gut. Sieht sehr cool aus. Sehr nice. Das finde ich schön. Also tatsächlich sind auch alte und neue Karten, sowohl Secret als auch Super. Und da haben wir Tunnel Inhaltsverzeichnis, eine Karte, die momentan ja sehr beliebt ist, weil die wird für Brandish Maidens gebraucht. Sobald wir ein paar von denen ziehen, können wir ein bisschen mehr tiefer da in die Thematik eingehen. Warum man Tunnel Inhaltsverzeichnis spielt, aber dass die einen Super Rare Reprint bekommt, ist cool. Die Rares sind schon ganz schön teuer geworden und die Commons seitdem. Also bevor dem Reprint haben wir Vampir-Vertrauter, Kuri-Bandit als Super Rare Verlockung der Finsternis und Himmelsjäger-Mech-Hai-Kanone. Ja. Da haben wir die schon. Das sind die Sky Strikers quasi, glaube ich, auf Englisch. Skyfang Brigade waren die anderen auf Japanisch, genau. Da haben wir schon eine der Zauberkarten, was bei denen so halt normalerweise, ich glaube, diese beiden Super Rares lege ich einfach mal mit raus, weil die sehr, sehr spielrelevant sind. Beziehungsweise die wird immer teuer. Ist egal welches Format, egal irgendwie. Irgendwann wird immer die Verlockung der Finsternis teuer Super Rare. Das Wichtige bei den Spells ist halt immer, man kann die aktivieren, falls man keine Monster in der Main-Monster-Zone hat. Und wenn man halt noch irgendwie drei oder mehr Zauberkarten im Friedhof hat, dann kriegt man noch extra Effekte für deren Zauberkarten. Und das Deck besteht halt aus einem Main-Monster und irgendwie, glaube ich, 8 oder 9 Spell-Cards und keine Fallen-Karten. Es erinnert ein bisschen so an Invoked, die wir halt vor einem Jahr hatten. An die Beschwörer, die halt auch nur Alistar hatten und dann ganz viele Extra-Deck-Monster. Hier ist es so ein bisschen mehr ganz viele Zauberkarten. Und damit man schnell Zauberkarten in den Friedhof kriegt, ist halt Tuninhaltsverzeichnis super, weil wenn man mit der öffnet, geht man halt direkt dreimal Tuninhaltsverzeichnis in den Friedhof und dann kann man direkt alle Effekte der Zauberkarten halt nutzen, was ziemlich praktisch ist. Die Secret sollten wir vielleicht mal auch hier hinlegen, das wäre, glaube ich, ein bisschen besser. Sehr gut. Okay, dann schauen wir mal. Als nächstes haben wir Ertreckende Spiegelkraft. Ach, das tut so weh, dass ihr so viele Reprints gekriegt. Ich habe so viele Secrets davor noch. Vampirzauberer, sehr cool. Vielleicht probieren wir irgendwann mal Vampire aus. Ob das so viel besser geworden ist seitdem, weiß ich nicht. Schattenvampir, ehemalige Secret Rares, Shadow Spectres, Himmelsjäger, Mech Arsenal, Herkules Basis. Und dann haben wir Dyner oder Deiner Helden, Fellsöldner. Ah, ja, jetzt weiß ich, jetzt erinnere ich mich, Fellsöldner, so heißen die, okay, ich glaube auf Englisch heißen die For Hire, wortwörtlich fast übersetzt, aber im Deutschen klingt es viel besser, weil das halt nicht diese Anspielung hat mit dem Pelz. Ich glaube, wir zoomen ein bisschen mal raus, damit wir ein bisschen mehr Viewport haben quasi für das Opening. So, Vampir, Erwachen, Himmelsjäger, Askagari, nicht auf Englisch vorlesen, Ass. eins der Extra-Deck-Monster. Ich glaube, die eine auf die Spezialbeschwörung sucht eine aus dem Friedhof. Genau, die nimmt aus dem Friedhof und die andere aus dem Deck in der Endphase, glaube ich. Mystische Tomate, ey, Klassiker, sehr nice. Vampir,
Vampir-Rot-Baron. Ah, oh, dieses Artwork bei dem Vampir-Card ist awesome. Und da haben wir ihn. Die Coverkarte von dem Set. Dampir Vampir Sheridan. Sehr cool. Das Artwork ist einfach awesome. Ist jetzt vielleicht keine so teure Karte, aber ich finde die halt vom Artwork ziemlich, ziemlich geil. Also das ist schon richtig nice. Kann Konami gerne mal öfter solche nice Artworks mal raushauen. Bravo, Kämpfer, Fellsöldner. Recon, Kundschafter, Fellsöldnerin. Armageddon-Ritter. Nachdem in Secret Forces der Super Rare Reprint vor 4 Jahren endlich mal wieder ein Super Rare Reprint. Himmelsjäger, Luftraum. Null-Koordinate. Ich glaube, das war 2015. Secret Forces, ja. Und dann haben wir Sagitta, Einzelgängerin, Feldsöldnerin. Boah, diese Namen. Ja. Auf jeden Fall kann dieses Set. Erinnert mich so ein bisschen an das letzte Dark Set, was wir hatten, wo wir die ganzen Finsterlords drin hatten, wo auch Verlockung der Finsternis halt auch mit drin war. Und alle, die spekuliert haben, dass die Super Rare jetzt teuer wird. Reprint, Harper. Da waren auch schöne Artworks mit dabei, muss ich sagen. Schnellverstärker. Ich habe euch doch als Secret Rare. Nee, als Ultimate Rare. Ultimate Rare. Oh, wie so Super Rare Reprints. Naja. Für Leute, die halt mit Speed Spells oder Quick Plays spielen, ist das schon cool. Dann ein paar Scharfschützen, Feldsöldner. Oh, die Artworks sind nice. Vampirzauberer, Vampirvertrauter und magische Zitadelle von Endymion. Ich glaube, die stapeln wir einfach erstmal. Und gucken mal, was der Rest so ist. Die können wir auch mal hier nach links schieben. Das sind so ein bisschen mehr so die garantierten. So, von den krassen Secrets haben wir noch nichts. Tunneler, das Verzeichnis, sehr cool. Blutsaugendes Knabenkraut. Destendel von deiner Hand. Also die sieht schon mal auf Artwork alt aus. Himmelsjäger Mech Arsenal Herkules Basis, ertränkende Spielkraft und Fellsöldner Durcheinander. Okay. Das ist eine etwas coolere Karte, glaube ich, für das Deck. Genau, weil deren Effekte sind quasi, wenn man einen von denen auf dem Feld hat, kann man, glaube ich, immer einen von aus der Hand specialen und die holt, glaube ich, einen aus dem Grave. So kann man halt ein bisschen, sein Deck ins Rollen bringen. So. Zack, 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 zack. Dann haben wir noch einen solchen verbreiteten Zombie. Ich weiß gar nicht, wann war sein letzter Reprint? Ich glaube, in irgendeinem Structure Deck, glaube ich, das von den, Synchron Extreme oder so. Himmelsjäger Mech, Hornissendrohnen, Bravo Kämpfer, Feldsöldner, Vampir Kamin-Sensor. Der wird auf Karmesinrot ein bisschen angespielt. Okay, sehr nice Artwork. Und dann haben wir, die teuerste Karte des Sets. Himmelsjäger Mobilisierung Angriff. Das ist die Karte, die quasi das gesamte Deck ins Rollen bringt, weil sie quasi wie Tuninlandsverzeichnis sich selbst verwerten kann. Man kann eine Himmelsjägerkarte vom Deck hinzufügen. Natürlich kann man sie selbst nicht suchen, aber sie ist halt nicht once per turn. Das heißt, man kann, wenn man mehrere davon hat, gleichzeitig eröffnen. Sie geht direkt in den Grave und man hat dann damit die Möglichkeit, direkt schnell in seine Kombos zu gehen. Vor allem, wenn man ein Tuninlandsverzeichnis loslegt, kann man quasi alle Super-Effekte der Spells nutzen. Das ist ein sehr guter Pull. Top. Sehr nice. Da habe ich nichts zu meckern. Schattenvampir, finsterer Graph. Oh, cool, der ist auch drin. Leichte Misprint-Cuts, die sie hier haben. Guckt euch mal an, da oben ist ganz schön dicker als da unten. Sehr, sehr interessant. Graph war nice. Ich glaube, beide waren noch in Phantom Darkness eh super rare, ne? Also King Undaunt, super rare. Er und Armageddon-Ritter. Vampirwachen, Sündenbock als super rare. Ist auch schon ein bisschen länger her. Und dann haben wir Vampirherrschaft als Trap. Alter, diese Artworks, die muss ich mir nachhinein nochmal angucken. Oder einfach mal, wenn ich nachher das Video editiere, einfach auf Pause drücken. Das sieht echt nice aus. Das sieht echt gut aus. Eigentlich könnten wir jetzt schon das Opening stoppen, weil das hat sich schon gelohnt. Recon, Kundschafter, Feldsöldnerin, Himmelsjäger, Luftraum, Null-Koordinate. Theoretische Begegnisbeigaben, ganz schneller Reprint. Nachdem die letztes Jahr in Raging Tempest rauskam, dann noch in der Megatinte Reprint gekriegt hat, jetzt nochmal. Ich glaube, sie wird relativ schnell dem regulären Törichtenbegräbnis nachlaufen, wo sie dann halt quasi bald überall drin ist. Hat die nicht sogar noch einen Common Reprint letztens gehabt? Ich glaube schon. Im letzten Structure Deck oder so. Spiegelkraft, dann haben wir Viz, Waisenfelssöldnerin. Interesting. Sehr cool. Ich kann echt zu den Themendecks wirklich wenig sagen. Selbst Brandish. Viele Leute haben sich wahrscheinlich schon damit vorbereitet, so auf die deutsche Meisterschaft und so weiter und so fort, schon von vornherein. Ich
bereite mich normalerweise nie so vor, weil ich fange da mit den Karten an, wenn die bei uns rauskommen. Ist ein bisschen länger spannend dann mit den Deckkarten zu spielen, weil die einem nicht so schnell aus dem Hals hängen, weil man schon monatelang vorher damit getestet hat. Und sollte auch nicht so kompliziert sein, so ein paar neue Decks zu lernen. Da haben wir Verstärkung für die Armee, also Super Rare, sehr cool. Ich habe immer noch meine Legacy of Darkness, die ich spiele sonst immer. Das ist der Originalprint. Helmer, Steuermann, Feldsöldner, Himmels, Jäger, Ass, Ray. Das ist deren Alistair, der Beschwörer, deren Monster. Und damit gehen sie quasi in ihre Plays los. Ja, sehr cool. Auch genauso wie er, Super Rare, damals den Stellenwert bekommen. Ziel, Strategen, Feldsöldnerin. Und dann haben wir Wiss, Weisen, Feldsöldnerin nochmal. So, es gibt halt noch so drei andere Spells, die noch ziemlich nice sind aus dem Set. Für Sky Striker, also für die Himmelsjäger. Und auch noch eine coole Karte für die Fellsöldner, das hört sich komisch an. Vampir, Karmin, Sensor. Himmelsjäger-Mech, Hornissendrohnen. Himmelsjäger-Mech, Adlerdüse. Domper, Scharfschützen, Fellsöldner. Das sind doch. Okay. Und dann haben wir. Himmelsjäger-Mech-Modul, Mehrzweck. Okay. Ach, der Text ist immer so riesig erstmal, der da drauf ist. Sehr cool. Ich glaube, wir haben immer noch gar nicht so viele von denen gezogen. Weil ich glaube, wie viele von denen sind Secret? Sind die alle Secret? Und das, ja, ich glaube schon. Da fehlen uns noch einige. Horn des Phantomungeheuers, Himmelsjäger, Asray, da haben wir die zweite. Blutsaugender Koala. Und natürlich muss der rein. Die haben ihn umbenannt, ne? Ist der nicht in. Wo ist er rausgekommen? Order of Chaos oder so? Da hieß er noch Vampir-Koala, glaube ich, ne? Und er ist gar kein Part des Vampir-Themendecks, ne? Er hat eine Errata gebraucht quasi, damit er nicht Teil des Themendecks ist, oder? Bin mir ziemlich sicher, dass er vorher Vampir-Koala hieß. Vampir-Kaminsensor und dann haben wir. Are you serious? Are you fucking kidding me? Zwei Stück? What? Ich dachte, die Shortprint oder sowas. Seit wann sieht man einfach aus einem halben Display? Aus einem halben Display quasi. Man zieht aus einem halben Display zwei Displays raus. Willst du mich verarschen? What is this? Okay, noch eine Mobilisierung, das sagen wir nicht, nein. Ja gut, das hat sich ja schon mal sehr gut gelohnt. Himmelsjäger, Mech, Adlerdüse, Verstärkung für die Armee, Helmer, Steuermann, Felssöldner. Warum machen wir überhaupt noch weiter? Ziel, Strategen, Felssöldner. Komm, jetzt das Playset noch. Und Felssöldner-Training für jede Situation. Ich will immer Felssöldner sagen, aber das sind Felssöldner. Das sind so die Flauschigen. Fell. Okay, läuft bei uns. Himmelsjäger Mechonissendrohnen. Blutroter Rittervampir Bram. Sehr cool. Der war, glaube ich, vor Ultra und Ulti. Ich weiß gar nicht, welche ich davon von ihm habe. Mindestens eine Ultra, glaube ich, aus einem der Reprints. Ist jetzt eigentlich relevanter geworden mit dem neuen Support? Ich weiß nicht. Da haben wir nochmal eine Kagari. Und dann haben wir endlich mal die Shizuko. Ich finde die vom Artwork sehr cool. Das ist ja quasi, wo ist die? Da, unsere Ray. In einem anderen Outfit, in einem anderen Ausrüstungs-, in ihrem Jägerkostüm. Sehr cool. Dann haben wir Raphael, Champion Feldsöldner. Das sieht total cool aus. So ein Lizard-Vampir-Fledermaus-Mix. Sieht ziemlich cool aus. Ich bin eh sowieso schon sprachlos, also. Haben wir vielleicht noch irgendwelche coolen Superstars gelassen? Ich weiß es nicht. Fandora, die fliegende Felse. Wow, ist der lahm. Fandora, die fliegende Felsdunk. Are you serious? Diese Anspielungen, ey. Kuri-Bandit, Spiegelkraft, Super Super Rare Nummer 3000 für die, törichte Begegnungsbeigaben und Fellsöldner-Training für jede Situation. Also, dass halt einer mit dem Fellsöldner auf Feldsöldner quasi anspielen und dann auch noch das mit der Feldzauberkarte, meine Güte. Mystische Tomate, Armageddon-Ritter, Vampir erwachen. Oh mein Gott, dieses Artwork ist so awesome. Bitte fokussier, Kamera. Guckt euch das mal an. Das ist so beautiful. Wunderschön. Ertränkenspiegelkraft und dann haben wir Vampirrevier.
Ha. Huh. Der neue Continuous Spell. Ah ja, genau, das ist der quasi Castor, ne? Mit den Lebenspunkten. Aha. Ja. Damit habe ich mit Daniel drüber geredet, als die initial announced worden sind damals in der OCG. Haben wir ja nicht so überzeugt von dem neuen Support. Also, so ein Tropfen auf einen heißen Stein gefühlt. Vampirvertrauter, Schnellverstärker. Aber ihr könnt gerne mir in den Comments schreiben, falls es doch irgendwie ziemlich krass ist. Und ob da irgendwelche krassen Kombos, die es gibt, die ich vielleicht nicht sehe. Hier so ein Misprint wieder mal, so ein Klecks, wo die Kamera auch keinen Bock hat zu fokussieren. Ist ein bisschen overrated, oder da sind wir mal. Gespür für Zauberkraft auch da. Oh, sehr nice. Das finde ich schön, dass die endlich mal einen Reprint hat. Ich glaube, war die auch damals nur in diesem Zählmarken-Structure-Deck gewesen? Das ist eine Karte, die ich mal früher sogar tatsächlich einfach mal in solchen Exodia-FDKs gespielt habe, wo man halt einfach mal, ich glaube, man konnte sie selber suchen, ne? Oder, genau, man konnte einfach eine Zauberzählmarke rauflegen auf Endymion, damit man halt schneller für seine Kombos gehen kann. Und, das ist einer dieser alten Karten, die schon so uralt, aber sie hatten wirklich Hard Wounds per Turn. Das finde ich total lustig. Finsterer Graffer. Und dann haben wir nochmal einen Vampirrevier. Jetzt kommt die hintereinander. Was sind mit den anderen Sky Striker Spell and Traps, Spells eigentlich? Sind keine Traps. Vampirzauberer. Donpar, Scharfschützen, Felsöldner, Sendenbock, Fandora, die fliegende Felsdunk und Vampirverlangen. Ach du. Oh. Dieses Artwork ist so schön, so dunkel und so geil. Es tut so weh. Ah, warum seid ihr nicht besser? Dieses Artwork. Oh mein Gott. Also dieses Set kriegt 10 von 10, 10 Sternen für Artwork. Vampirverführerin, Himmelsjäger Mech, Adlerdüse, Himmelsjäger Ass Shizuku, Vampirbewahrer. Das sieht aus wie so ein Mix aus Raikou und noch irgendwas. Bist du das, Raikou? Das sieht doch voll nach Raikou aus. Und dann haben wir Vampirfräulein. Sehr cool. Sehr nice. Ich finde jetzt aber auch noch ein paar von den anderen Vampirkarten und auch von den. Es fehlt allgemein noch einiges. Verlockung der Finsternis, Blutsaugender Koala, Vampirbewahrer, Schattenvampir und dann haben wir Himmelsjäger Manöver Störwellen. Mhm. Das ist der quasi deren, wie nennt man das? Der, der Monster schießt. So. Dann haben wir Himmelsjäger, Mech-Arsenal, Herkules-Basis, Himmelsjäger, Luftraum, Null-Koordinate, Seuchenverbreitender Zombie, Finsterer Graffer und dann haben wir, sehr cool, sehr nice. Jetzt haben wir den Vampir, Scharlach, Geißel. Ich muss nachher erstmal eine Galerie aufmachen, glaube ich, damit. Oh Mann, wieso fokussiert die Kamera wieder nicht? Ich muss danach eine Galerie damit aufmachen, weil das Artwork ist einfach awesome. Irgendwie gehen uns langsam die Karten aus, sonst fehlen immer noch so ein paar Karten. Wo ist die Karte, die quasi der Stat-Stil ist von dem Deck? Oh, Sturmkraft. Ach, du bist auch noch drin. Irgendwie sogar noch in den letzten Text gibt es noch ein bisschen Überraschung als Super Rare. Ja, Alternative zu, glaube ich, der Ultra und der Gold Rare, die wir sonst noch so haben. Vampir-Rot-Baron. Einmal gerne ein Ritter, ein blutsaugendes Knabenkraut und dann haben wir noch ein Vampirfräulein. Auf jeden Fall werden wir nicht das gesamte Set heute ziehen. Ist uns, glaube ich, scheißegal. Gerade. Und dann schauen wir mal, was so der Rest hier ist. Bravo, Kämpfer, Fellsöldner, Sündenbock, blutroter Ritter, Vampir, Bram, Rekon-Kundschafter, Fellsöldnerin und dann haben wir noch einen Dampir, Vampir, Sheridan. Sehr cool, ich würde kurz aufräumen, dann sehen wir uns Recap wieder. Bis gleich. Gut, bei den coolen Super Rares haben wir ja zweimal Verlockung der Finsternis und zweimal Thun-Inhaltsverzeichnis. Dann bei den übrigen Secret Rares haben wir zweimal den Dampir, zweimal die Wiz, einmal den Dina, einmal den Sagitta, einmal den Raphael, dann zweimal die Fräulein, einmal den Scharlach, einmal die Vampirherrschaft, einmal das Training, zweimal das Training, einmal Vampirverlangen, zweimal das Vampirrevier, zweimal die magische Zitadelle, einmal den Fellsöldner durcheinander und bei den Himmelsjäger Mech Spells haben wir Mech-Modul, Mehrzweck, Haikanone und Störwellen. Jedoch fehlen uns allgemein noch ein paar von den Secret Rares, wie zum Beispiel, ich glaube, das müsste auf Deutsch der Nachbrenner und der Fensteranker sein. Die sind gar nicht da, aber gut, wir meckern nicht. Wir haben zweimal Angriff.
der Pulver sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie es im Durchschnitt ist in den Display, ob die allgemein halt überhaupt immer nur zweimal drin sind und die anderen Karten short print sind. Keine Ahnung, auf jeden Fall freue ich mich drüber und ich hoffe, euch hat dieses Opening gefallen. Falls ihr Interesse habt, mal selbst auch mal so viel Glück zu haben, dann würde ich euch empfehlen, mal bei Trader Online vorbeizuschauen, meinem Sponsor, und da auch mal zu shoppen. Und ihr wisst ja ganz genau, dass das noch nicht das letzte Opening von dem Set sein wird. Mal sehen, wie es beim nächsten Mal wird. Das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.